Hallo, hier ist Jana und ich bin gerade in Island. So, insgesamt 6 Karten fertig geschrieben. Ein paar liegen hier noch. Ich glaube, ich habe jetzt noch irgendwie so 4, 5 Karten übrig, die wir irgendwann die nächsten Tage noch schreiben können. Das passt also. Und die landen heute in der Post, weil wir später in die Hauptstadt des Nordens Island fahren. Und das ist irgendeine Stadt, die fängt mit A an. Ich weiß sie jetzt gerade nicht und kann sie wahrscheinlich auch eh nicht richtig aussprechen. Aber da werden wir das einwerfen. Schade, dass wir hier nur eine Nacht waren. Ich fand es ziemlich cool. Das ist das Hotel. Und da oben sitzen welche im Jacuzzi. Es ist 10 Uhr am Vormittag. Der Hotelbesitzer ist auch sehr nett und hatte gerade eine Katze im Stuhl liegen von den Nachbarn von der Farm, die dahinter ist. Wir fahren jetzt einmal kurz ein Stück zurück auf der Straße, weil da gibt es ein Museum, quasi ein bisschen Outdoor-Museum, nicht komplett, weil man kann auch in die Gebäude reingehen. Aber das ist auf jeden Fall eine alte Kirche. Und diese Torfhäuser, die früher ganz viel hier hatten, wo auch die Dächer dann mit Gras bedeckt sind und so. Und da kann man sich eben angucken, wie die Isländer früher gelebt haben, um die Jahrhundertwende 1900 rum. Die Einrichtung und so, bevor die Industrialisierung nach Island kam. Da haben wir jetzt mal hier noch eine nette Aussicht, während wir auf der Straße neben Meer lang fahren. Und vielleicht sehen wir ja heute noch ein paar Wale. Robert guckt auf der Straße und ich gucke auf der Wale. Also aufs Meer meine ich natürlich. Aber es ist auch nicht weit, das ist nur eine Viertelstunde von unserem Hotel. Dieses Museum könntest du ein bisschen langsamer machen. Und schon sind wir da. Das hier ist die Kirche. Und irgendwo daneben müssten die Häuser sein. Da sind sie. Wie kommt man hin? Du hättest da reingemusst. Nicht? Ah, hier. Hier. Mensch, Robert. Es war doch klar, dass das jetzt Vorne irgendwie. stand so ein großes rotes Schild. Mit was? Sofort. Das ist hier hinten ist Hier. gemerkt. Aber wenn es doch da ist, dann muss doch demnächst auch Das ist irgendwo an der No Straße. parking overnight. Wollen wir ja gar nicht. Also, dann schauen wir doch mal, was auf diesem Schild steht. Hier sind auf jeden Fall alte landwirtschaftliche Maschinen. Historische Daten. Laufers ist ein alter Brossbauernhof. Was ist denn ein Brossbauernhof? Mit einer Kirche, die erstmals 1047 erwähnt wurde. Die heutige Kirche ist eine der stattlichsten ihrer Zeit, wurde 1865 gebaut. Sie hatte unter anderem eine mit Schnitzwerk verzierte Kanzel aus dem Jahre 1698. Das imposante Gehöft stammt aus den Jahren 1866 bis 1870 und ist typisch für einen Torfhausbau auf einem großen Pfarrsitz. Es steht heute unter der Obhut des Nationalmuseums. Einer der Giebel ist mit einem geschnitzten Eidererpel geschmückt. Hinweis auf die bedeutenden Brutkolonien von Eiderenten, die eine wichtige Nebeneinnahme darstellen. Stellten. So, jetzt wisst ihr's. Hör schon mal auf zu gehen. Ich will selber. Entschuldigung. Wir stehen hinter diesem Camper. Außer dem Camper ist hier nur ein anderes Auto, was vermutlich jemandem gehört, der hier arbeitet. Ansonsten sind wir hier ziemlich allein, aber es hat doch erst vor einer Viertelstunde oder 20 Minuten aufgemacht, weil es erst um 10 aufmacht. Der Eintritt hat jetzt 1800 Kronen pro Person gekostet und wenn man 400 Kronen mehr zahlt, kann man in Akureyri, was die Hauptstadt des Nordens ist, was ich ja schon gesagt habe, noch in alle diese anderen Museen reingehen. Riecht etwas muffig. Hier haben wir schon mal alte Kleidung, die die früher getragen haben. Ah, okay. Wie das ausgesehen hat.
da ist fast auf Deutsch. Also das ist voll krass. Das ist quasi, das sind mehrere Häuser aneinander gebaut, die alle miteinander verbunden sind. Man kann bis da hinten gucken. Hier sieht es nach so Ställen und Werkstatt aus. Und hier ist so ein Eingangsbereich eigentlich. Würde da vermutlich jemand stehen, aber... und hier sind Schlafzimmer und sowas. Da ist das relativ niedrig, aber hier ist die Decke relativ hoch. Die geht dann bis zum Dach. Da oben ist sogar ein kleines Fenster. Und das müsste jetzt aus dem 19. Jahrhundert hier sein. Ist aber ganz nett eingerichtet, hm? Also für die Zeit. Sekretär. Ach so, ja, der Pfarrer hat hier gewohnt. Die Gaststube, also das Repräsentative für, wenn Gäste kommen. Ist das der richtige Pfarrer? Reverend Salvador Thormer und his wife Olina Thormer, they were the last residents of the old turf house. They moved into the new ministry's house in 1936. Reverend Salvador served in Laufers bis 1959. Also die haben tatsächlich in diesen Häusern hier gewohnt. Oh, sie sieht aber nicht sehr glücklich aus. Oder lächeln die einfach die? Ich glaube, die lächeln nie auf solchen Bildern, ne? Ach, du musst stillhalten. Ja, ja, ja. Da hast du recht. Oh, die Truhe ist cool. Alte Truhe. Und hier haben sie dann... Ach, da steht was. The Inner Living Room. Hier hat man Gäste beherbergt. Ja, da ist auch ein kleines Bett. Ach, und eine Waschschüssel. Hier geht bestimmt eine Treppe rauf, oder was soll das sein? Muss ja irgendwie. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und jetzt nach links. Ja, okay. Da wird's finster und ein bisschen ungemütlicher. Okay. Ins Brauthaus. Also hier, das sieht man die Torfwände. Sieht aus, als ob sie es einfach irgendwie in Stein... Oh, ist das kalt. Aufgeschlichtet. Naja, aber es sieht so aus, als ob man es einfach nur irgendwie in den Berg reingehauen hätte oder so. Auch wenn das natürlich keine Steinwände sind. Ist das niedrig? Brauthaus, ja. Also da, das vorne war eindeutig gemütlicher als hier. Das ist ja finster. Okay, und das war dann das Brautgewand. Also das einzige Licht, was hier reinkommt, ist dieses kleine Fensterchen da oben und eventuell noch was durch die Tür, wobei da nicht wirklich viel reinkommt. Und ich meine, die haben hier noch ein Licht angemacht, damit man besser was sieht. War eigentlich, Vorsicht, dein Kopf. Ich glaube, die Leute waren noch ein bisschen kleiner oder sie haben halt ständig den Kopf eingezogen. Ich darf nicht umkippen. Okay, gut. Ha, geschafft. Da oben ist wieder... Na, wenigstens hatten sie ab und zu mal so ein Licht drin, so ein Fensterchen. Ganz schön verzweigt. Schaut euch mal das an. Da ist eine Lücke. Hä? Aber Hasi, da ist ja eine Lücke. Siehst du das? Da kannst du durchgucken. Da ist dann ziemlich zugig gewesen, weil es ja nicht richtig abgeschlossen war. Das kann auch sein. Okay, die Küche mit vermutlich dem Vorratsraum. Alte Kammer und Milchkammer und alte Geräte. Aber zumindest sieht man hier ein bisschen was. Aber stell mal vor, wenn du im Winter hier gelebt hast und ja, wo ja eh schon kaum Licht ist, und dann so billig Fensterchen. 20 bis 30 Leute. 20? Naja, aber das ist doch riesig. Ja. 20 bis 30 Leute ist jetzt nicht, würde ich mal sagen. Hat man genug Platz hier drin. Upala, Hilfe. Ah, da kann man sogar hochgehen. Ist ja cool. Da haben wir hier eine Schlafkammer. Die neue Küche, ja, da hat man mal ein bisschen mehr, dass man auch was nach draußen sieht. Hier mit Bügeleisen, wo Kohle reinkommt, Geschirr.
Und wieder eine Milchkammer, oder was? Eine Kammer. Ich glaube, das war eine Vorratskammer. Wollen wir mal nach oben? Ich nehme euch mal mit nach oben. Hier, mini kleine Treppe. Dann schauen wir mal, ob ich da auch hochkomme. Da sitzt gleich eine Spinne. Das ist ja ganz gut. Aber ich glaube, die ist tot. Ah, okay. Na, hier hat man doch eindeutig mehr Licht. Und man kann sogar das Meer sehen. Schaut mal. Das mal ein Ausblick, hä? Soll ich hier weggehen? Nee, also, wir haben geschlafen. 1, 2. Hier ist eine Werkstatt. 3 Leute. Die werden mir viel zu klein, die Betten. Dann haben wir hier noch... Puh, das ist aber niedrig, du. Wahnsinn. Dann haben wir hier 2 Betten für die Eltern. Kleines Baby. Noch ein Kleinkind. Ah, das kann man auseinanderziehen. Schau, dann kannst du es anpassen ans Kind. Das ist ja cool gemacht. Hightech. Ah, cool, ey. Ja, hier oben hält man schon eher aus als unten. Und dann haben wir hier hinten noch eine Kamera. Nö. Oh ja. Hier ist ein Ausgang. Hier ist ein Ausgang. Ist das nur ein Notausgang oder kann man da wirklich raus? Man kann da raus, da stand Ausgang. Ja, aber wir sind doch noch nicht fertig, oder? Innen drinnen. Ach ja, da sind Treppen. Ja, na dann lass uns erstmal noch. Wir haben noch nicht alles in dem verzweigten Ding gesehen. Oh, schau mal, die hatten sogar einen richtigen Schrank da in der Ecke gebaut. Cool. Okay. Dann laufen wir jetzt einmal zurück. Oh Gott. Jetzt wird zuerst rückwärts. Ja, wahrscheinlich rückwärts, ne? Also rauf zu, es war eindeutig einfacher. Aber ich versuche das jetzt mal. Jetzt muss ich mich nur festhalten. Von da sind wir gekommen, da war das mit der Treppe. Jetzt gehen wir hier rein. Wo sind wir? Das alte Schulhaus. Das alte Schulhaus. Na, aber selbst hier haben sie Leute dann einquartiert. Wenn da so viele Leute hier waren. Oder sie haben es noch reingestellt. Ach, schau mal, du kannst es selbst breiter machen, das Bett. Ja, die sind zum breiter machen, die anderen waren zum länger machen. Damit es auch überall reinpasst, wo du irgendwie Platz hast oder dass mehrere Leute drin schlafen können oder was. Das ist ja echt erstaunlich. Cool. Okay. Vorsicht, dein Kopf. Vorsichtig, vorsichtig. Ich gehe mal geradeaus durch und duck mich. Yes. Komme. Oh, ist das hier eine Tür? Aber die fehlt. Da war mal eine. Wo sind wir denn jetzt? Im Badezimmer. Ach so, das ist die alte Küche. Hier. Und Waffeleisen. Und Wäscheraum. Wäsche haben sie hier auch gemacht, glaube ich. Boah, ey, musstest du echt aufpassen, wo du hingelaufen bist. Der Lagerraum. Sieht gar nicht aus wie ein Lagerraum. Ja, sieht aus wie ein Wohnzimmer. Hilfe, aber vielleicht haben sie da nur überschüssige Sachen reingemacht. Also, alte Sättel. Skier. Hier, das ist so, schau mal, um zu reiten, extra so eine Stulpendinger. Getrocknetes Zeug. Keine Ahnung, was da steht, das ist nur auf Isländisch. Okay, und jetzt haben wir noch hier drüben, oder? Da waren wir noch nicht. Aber wo kommen wir denn jetzt hin? Oh, das ist wieder besonders tief. Daunen. Ah ja, hier. Da ist ein Nest mit Daunen und Eiern. Und hier haben die Daunen wahrscheinlich verarbeitet, um dann da halt dementsprechend Bettzeug draus zu machen. Hier, schaut euch mal die Wände an. Cool, oder? Die mussten vermutlich ordentlich einheizen hier im Winter, weil... Ich bin vermutlich ordentlich eingeheizt hier, weil kein Abzug.
Ach so, na, die Fenster hätten wir aufmachen können. Ja, oder sie haben sich, ach nee, haben wir nicht irgendwie in dem einen Ding, dass die sich alle in dem Raum versammelt haben, wo das Feuer an war und dann, hast du das gesehen, Hasi? Hier das? Ja, aber das hängt mit Absicht an dem Ding über dem Türding. Ich glaube, das bedeutet irgendwas. Das hält irgendwas ab oder keine Ahnung. Weißt du, irgend so ein Symbol? Ja, da überall an den Türstöcken hängt so ein Büschel Stroh. Interessant. Hier ist nochmal ein separater Eingang. Und hier sind lauter so Seile und Fischerzeug, so Netze, Werkzeug da hinten, ein Schleifstein. Milchkannen. Das ist die Outhouse. Das hier ist der Ausgang, wo wir quasi die Treppe hochgestiegen sind und dann da eben ein Ausgang gewesen wäre. Weil man sieht, es geht hier bergunter. Das heißt, da war oben die Kammer mit den vielen Betten, wo so schön viel Licht drin war. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Kirche angucken. Außerdem will ich auch noch ein Foto machen. Und deswegen stapfen wir da einmal kurz rüber. Jetzt sind auch mehr Leute da als vorher. Und jetzt gehen wir noch hier in die Kirche rein. Das war das Outhouse. Aber das hier ist ein kleines Extrahaus. Schau mal. Das sieht ja interessant aus. Hier haben sie es so gestapelt und da so aufgeschichtet. Kleines Häuschen, extra Häuschen. Und was haben wir hier? Etwas muffig. Du Schmied, hier sind schmiedeeiserne Öfen. Was ja schon mal nicht schlecht war zum Heizen. Die können ja mit Torf geheizt haben, oder? Oh, aber in einem Torfhaus heizen ist auch gefährlich. der Friedhof ist im Übrigen immer noch, der wird immer noch genutzt. Das sieht ja merkwürdig aus, als ob sie jemanden reinlegen wollen würden. So mit so einer Mauer. Das hier ist auf jeden Fall vom Nationalmuseum, weil es gibt nicht mehr viele von diesen Lehmhäusern, die noch erhalten sind. Torfhäusern, Entschuldigung. Und deswegen ist es natürlich wichtig für die Geschichte von Island, weil früher halt nur solche Häuser da standen. Hier ist eine Kanzel von 1600 irgendwas. Und der Robert ist jetzt da oben. Das Holz knarzt ganz schön. Ja, ich gehe da jetzt mal nicht rauf. Und wo sind wir? Ich würde sagen, der Alpen, irgendwie so Österreich, Allgäu, keine Ahnung was. Und dann schwenk, da ist das Meer. Kann nicht sein. Kann nicht sein, weil wir sind ja in Island. Wir laufen hier oben wieder zurück. Hier zwischen den Häusern haben sie einen Garten angebaut. Wahrscheinlich schön windgeschützt. Voll interessant, wie das aussieht mit dem Torf. Hier, die sind verkleidet mit Fenstern, weil es wurden ja auch ein paar später angebaut. Ich glaube, die hier waren wahrscheinlich eine der ersten. Und irgendwann haben sie dann so ein bisschen schönere Fronten mit reingebaut. Das waren die Fenster, die waren auch noch so nach hinten versetzt. Ich meine, das schützt natürlich vor Wind, aber es lässt auch weniger Licht rein. Und da oben sind jetzt die, wo wir die Treppe raufgegangen sind und oben diese Schlafkammern waren. Hier sieht man es an der Seite auch. Und dann immer wieder eins gerade und dann wieder eins schräg. Die Stadt heißt Akureyri. Vermutlich nicht richtig ausgesprochen, egal. Und ist eben die Hauptstadt des Nordens von Island, die zweitgrößte Stadt in Island. Nachdem wir die gleiche Straße wieder zurückfahren, kann ich jetzt besser Wale gucken als vorher, weil ich jetzt auf der richtigen Seite sitze. Allerdings habe ich vorher noch keine gesehen und jetzt auch noch nicht. Aber das Meer ist immer noch ziemlich ruhig. Da hinten in der Entfernung seht ihr Akureyri.
das hier ist so ein Arm vom Meer, der so ins Landesinnere führt. Und es ist natürlich direkt an der Straße, an der Hauptstraße Nummer 1 mit dran. Diese Pferdchen hier, die standen schon da, als wir in die andere Richtung gefahren sind. Und die sind hier auf einem Gelände, wo lauter so Huckel sind. Ich glaube, das sind Steine. Und die stehen da, als ob sie warten, irgendwo hin zu dürfen, so wie die Pferde hier. Die haben viel coolere Koppel. Gleich kommt unsere Unterkunft, die, von der wir vorhin losgefahren sind. Da ist sie. Das war unser Hotel. Ja, sieht eindeutig doch auch etwas größer aus, die Stadt. Und wir sehen ja jetzt gerade nur einen Ausläufer, weil der Zipfel geht, glaube ich, noch ein bisschen da rein. Wasserzipfel, meine ich. Die haben auf jeden Fall auch eine Kirche, die so ein sehr besonderes Aussehen hat. Also da ist auf jeden Fall eine von diesen merkwürdig aussehenden Kirchen irgendwo da. Ah ja, da scheint auch nochmal eine Kirche zu sein. Da irgendwo. Dann ist das wahrscheinlich die, wo vom Goddafoss, wo wir gestern waren, ein Fenster quasi diese Sage nachspielt, wo der die Götterbildnisse, die heidnischen, in den Wasserfall wirft. Der eine Typ, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Ja, ja, sieht so aus. Da ist die Kirche. Da. Sieht doch so. Robert macht hier einmal ein Foto. Ich glaube, ich steige auch kurz aus und mache ein Panorama. Hier ist eine große Informationstafel. Schien irgendwie mal eine Farm zu sein. Und dann hat sich drumherum ein Dorf gebildet im 19. Jahrhundert. Eine Kirche. Kirche gibt es seit 1886. Achso, das ist aber woanders. Ich weiß auch nicht, wieso. Da, Krenneweg. Aber das ist doch ganz oben am Links und wir sind jetzt ganz hier unten gerade. Merkwürdig. Um nach Akureyri zu kommen, müssen wir hier noch über den Fluss fahren. Ich glaube, dass sie das nicht so aussprechen. Die machen nicht Reri. Akureyri? Wie hatten sie das gesagt? Wir konnten es nur erahnen, weil wir wussten, dass mit A anfängt. Ich finde, die Stadt sieht netter aus, wenn man sie näher sieht, als von Weitem. Da ist die Kirche da hinten. Ui. Ja, und ein paar nette Häuschen. Willkommen. Ja, jetzt müssen wir uns mal... da ist ein Jahrmarkt. Schauen wir mit einem kleinen Riesenrad. Und was machen die hier? Die kleinen Kinder gehen alle Boot fahren. Ach, die haben so Mini-Boote. Wie witzig. Ich glaube, die gehen segeln. Da kommt gerade ein Flugzeug rein. Da hinten ist der Flugplatz. Mitten im Wasser quasi haben die, ich weiß nicht, ob sie das aufgeschüttet haben. Was ist denn ein Flugzeug? Na da. Da kommt es gerade runter. So ein kleines kleines Propellerflugzeug. Schau mal, da kann man langlaufen. Scheint windig zu sein. Und die haben hier auch so eine schicke Skulptur, ein bisschen kleiner als die in Reykjavik. Man kann da unten eine Stunde kostenlos parken. Und die Stunde nutzen wir jetzt. Ah, hier ist so ein Wegweiser. Da ist die Kirche, jetzt müssen wir noch einen Haufen Treppen steigen. Oh, Orgelmusik. Cool. Fernsehteam, die jetzt was aufnehmen wollen. Die haben einen Tonmann oben mit bei. In den Fenstern ist oben immer die Entstehungsgeschichte. Hier, Christus und so. Und unten irgendwas Isländisches immer mit drin. Und hier drüben das ist der, nach dem die Kirche benannt ist, die in Reykjavik steht. Hier Hallgrímur Péturssons. Da ist das Fernsehteam. Die gehen jetzt die Treppe rauf. Und da drüben war eben dieses Fenster, wo wegen dem Wasserfall
Goddafoss. Also auf mich machte das den Anschein, als ob der übt, das Orgelspiel, und die jetzt ihn irgendwie dabei aufnehmen, dieses Fernsehteam. Weiß auch nicht. Aber so machte das den Anschein. Wer weiß, was die da drehen. Oh nein, einmal um die Kirche gegangen, wird man fast weggeweht. Da hinten, da hinten. Oh, die Glocke. Da hinten, das ist der Flugplatz. Ui. Lass uns mal in die andere Richtung gehen. Gehen wir wieder runter? Also, das ist das Bild mit dem Goddafoss, mit dem, wo der die heidnischen Götterbilder in den Wasserfall reinwirft. Robert meint, hier wäre irgendwo ein botanischer Garten. Das, was ich sehe, ist eine Regenbogentreppe. Regenbögen haben die hier ziemlich viele. Hier oben ist auf jeden Fall eine ganz nette Wohngegend. Da ist eine Kirche. Hier drüben ist ein Junior College. Und dahinter muss wohl irgendwie der botanische Garten sein. Runter zu es ist ja für mich eigentlich nicht so schlimm. Hoch zu es war es jetzt wieder so ein bisschen anstrengend wegen meinem Asthma. Ich sitze jetzt hier am Junior College und warte, weil wir noch ein bisschen mit dem Auto hier am Berg lang fahren wollen. Robert geht kurz runter und holt das Auto. Da unten war ja eh nur eine Stunde freies Parken. Der Schild da sagt, dass es in die Richtung da zum Botanischen Garten geht. Da gibt es auf jeden Fall dann auch Parkplätze und da ist eben kein Zeitlimit drauf. Deswegen parken wir dann einfach da das Auto und gucken dann eben, ob wir in die Richtung noch was machen wollen. Noch habe ich im Übrigen keinen Briefkasten gefunden. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Am besten auch relativ zeitnah, dass das heute noch ausgeleert wird und verschickt wird. Robert, seine Kameratasche und Jacke liegen da. Die sind gerade ein bisschen weggeweht. Das hier ist wohl das Junior College und diese Tafel da sagt auch irgendwas über das College. Irgendwann kommt der Robert diesen Berg raufgefahren. Irgendwann. Kann nicht mehr lange dauern. Da, den Berg da drüben. Ja. Hier ist der Botanische Garten. Direkt hinter dem Junior College fängt er an. Und was ist das? Krankenhaus. Nee, da müssen wir nicht hin. Der neue Plan ist folgender. Wir fahren runter, holen uns beim Subway ein Sandwich und dann fahren wir diesen einen Zipfel ab vom Land an der Küste entlang bis zu unserer nächsten Unterkunft und schauen uns schöne Landschaft an. Auf die Museen haben wir jetzt doch keine Lust, aber das ist auch nicht so tragisch, weil die 2,30 Euro oder 40 oder was das waren, die wir extra gezahlt haben, können die bestimmt gut verwenden für ihr nationales Erbe, um das zu erhalten. Quasi Spende, ohne dass wir noch was angeguckt haben. Und das kann ich total verkraften, weil im Moment ja eh nicht so viele Touristen kommen. Die haben also nicht so viel Einnahmen. Und ja, da machen wir heute einen ruhigen Tag, indem wir einfach nur ein bisschen Landschaft genießen und rumfahren. Aber jetzt holen wir uns eben noch was zu futtern. Es ist 12:30, dass wir mal ein normales Mittagessen haben. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wir haben schnell hier bei den 15-Minuten-Parkplätzen gepackt. Da drüben ist Subway. Wir haben uns ein großes Subway genommen, aber sie haben es uns in zwei Teile eingepackt. Das sollte reichen. Einen Riesenhunger haben wir ja nicht. Und der Robert hat gemeint, für ihn ist es okay, unterwegs zu futtern. Weiß nicht genau, wie er es machen will. Aber vermutlich, wenn wir auf der 1er Straße sind, ach nee, fahren wir die überhaupt? Also wenn wir auf jeden Fall auf der Straße sind, wo wir dann hinwollen, dann kann er ein Tempomat wieder reinmachen. Und dann echt müssen wir nach links rum. Ach ja, weil wir den Bogen fahren. Hört euch die Ampel an. Das sind Herzen. Nein, nur das Rote ist ein Herz. Das hier ist so ein Kulturgebäude irgendwie. Irgendwas Kulturelles. Und wir fahren jetzt quasi, wie nennt man denn so ein Zipfel, der so rausragt vom Land. Da gibt es einen Namen für. Halbinsel ist es auch nicht, ne? Ja. So ein Arm. So ein Landarm. Das Land, was zwischen zwei Fjorden liegt. Da sind wieder die schneebedeckten Berge. Dazwischen das Meer. Da hinten geht es aufs offene Meer.
Und wir fahren jetzt hier diese Landzunge ab. Landzunge, so heißt das, glaube ich. Das Auto zeigt eine Außentemperatur von 19 Grad an. Und es war auch tatsächlich relativ warm, also für hier. Da haben wir wieder einen Wasserfall da drüben, was ja nichts Neues ist. Also hier erkennt man doch auch wieder ein bisschen was Norwegisch-Schwedisches, gerade mit dem roten Häuschen. Ja, es hat schon auch viel von anderen Ländern. Ach, und im Übrigen, zwischendrin hören wir immer Hörbuch. Wir hören gerade Menschensöhne von Arnaldur Indridason oder so ähnlich. Ein isländischer Schriftsteller, der schreibt Krimis, und wir hören uns eben gerade, ich glaube, das soll der irgendwie der erste Teil sein oder so. Ist auf jeden Fall spannend. Es kommt immer wieder auch so ein bisschen eben was von Island drin vor. Ich glaube, das sind Jetskis da vorne, diese vier kleinen Dinger. Die wollen bestimmt auch Wale gucken, genau wie die größeren Boote. Wobei, das hier sieht schon fast aus wie eine Fähre. Hier beginnt irgendein Tunnel, und bevor man reinfährt, kann man hier abfahren zu diesem Aussichtspunkt. Und hier geht es ein paar Treppenstufen runter, und dann kann man hier schön picknicken und den Ausblick genießen. Da ist ein Wal! Oder? Nee. Was ist denn das? Ich bin mir nicht sicher, es bewegt sich nicht genug. Ich glaube, das ist bloß. Oder? Ich glaube, das ist nur ein Fels. Da haben wir wieder so ein paar Adrenalinschafe da oben. Seht ihr die überhaupt? Ich versuche mal ranzuzoomen. Da oben! Da sind die Schafe! Hier unten sind wir. Und da oben am Berg sind die Adrenalinschafe. Die sind echt voll die krassen Actionschafe. Hier tropft es voll. Da scheint irgendwo Wasser einzudringen in den Tunnel. Der Tunnel ist so konstruiert, dass es eigentlich nur eine Spur gibt. Und wer auch immer den roten Pfeil hat beim Reinfahren, den haben wir jetzt gehabt, muss in diesen Parkbuchten hier anhalten und die anderen durchlassen. Der vor uns checkt das aber nicht so ganz und fährt immer gleich wieder ran, obwohl da noch ewig weit weg die Autos auf der anderen Fahrbahn kommen, und blockiert so alles, so dass hier schon so viele Autos in der Parkbucht stehen, dass hier gar nichts mehr hinpasst. Jetzt kommt gerade ein Lastwagen. Oh, aber gerade, dass er durchpasst, Mensch. Und der sollte einfach mal ein paar Parkbuchten weiterfahren und nicht immer gleich wieder anhalten. Jetzt ist ewig frei. Wehe, der fährt jetzt nicht, ey. Immer wo ein M ist, ist eine Parkbucht.
Das heißt, man weiß ja dann, dass noch eine vorher kommt. Wir haben den roten jetzt überholt und sind noch zwei Parkbuchten weiter. Und es war überhaupt kein Problem, weil jetzt kommt da erst der Gegenverkehr. Also keine Ahnung, was dieser Rote macht. Der fährt immer nur ein, zwei Parkbuchten und wartet stundenlang. Stundenlang. Oh, kommt schon wieder ein Lastwagen? Nee, ein Wohnmobil. Und los geht's. Oh, jetzt kommt erstmal nichts. Da sind nur die Rücklichter von irgendwas ganz vorne. Aber deswegen darfst du trotzdem nicht rasen. Ich glaube, ja genau, 50 darf man fahren. Hier überall immer diese kleinen Buchten. Und es ist der bloße Stein hier an der Seite. Falls ihr das erkennen könnt. Naja, und hier wieder irgendwie noch so ein Schutz davor, weil es reintropft, glaube ich. Also noch ein Kilometer jetzt. Der ist insgesamt 3 Kilometer lang. Da vorne ist irgendein Schild. Irgendwas blinkt. Vorsichtig. Ach, jetzt müssen wir wieder mit dem Pfeil gucken. Da kommt einer, fahr hier rein. Wir stoppen. Und jetzt? Nee, da kommt noch einer. Boah, das ist ja fies. Wann weiß man denn dieses Schild? Na, wahrscheinlich, wenn das Schild einfach nicht mehr rot ist. Was meinst du? Ja, nicht, aber jetzt nicht auch noch schnell fahren. Nicht schnell fahren. Wenn da jetzt einer uns entgegenkommt, schnell. Ah, da ist ein Spiegel. Ja. Es tut uns furchtbar leid, Autoschen. Tut uns leid, Autoschen. Aber es tut uns leid. Sind die anderen hinter uns geblieben? Naja, aber ich glaube schon, du musst einfach warten, bis das Schild aus ist. Nee, ich kann kein Isländisch Da stand Stopp drauf. Ja, wahrscheinlich. Wenn es nicht mehr leuchtet. Wahrscheinlich ist hier irgend so ein Kasten, der das misst oder so. Wirklich. Ach. Okay. Und hier ist das Meer hinter uns. Das offene Meer. Hier sind Häuschen. Und da ist irgendeine kleine Stadt. Und es war gerade ein Einheimischer, so wie der geguckt hat. Und der hat sich gedacht, diese dummen Touristen checken nicht, dass da fett Stopp dran steht. Ich hätte ja gewartet. Da sind so unsere 4 Jetskis, die ich aus der Entfernung gesehen habe. Rasen übers Meer. Ich gehe mal davon aus, die haben noch ein bisschen Spaß, bevor sie wieder in den Hafen reinfahren. Tröpfelt leicht. Habe ich so das Gefühl. Spiegelglatt. Schaut euch das an. Keine Welle. Es riecht auf jeden Fall nach Kuh. Und hier haben wir einen Anker. Das ist nur isländisch. Das kann ich leider nicht lesen. Da sind wir durch. Und jetzt müssen wir da wahrscheinlich auch noch durch so Tunnel, weil man nicht vorne an der Straße lang fährt. Na dann, lassen wir uns mal überraschen, ob das wieder die gleichen Tunnel sind. Eigentlich gibt es gar nicht so viele Tunnel hier in Island. Oh, ich sehe einen Tunnel schon. Es gibt irgendwie nur 16 Tunnel, hast du gesagt. Und wir sind dann durch ziemlich viele von denen gefahren, würde ich mal sagen. Kleines Örtchen hier. Oh, da darf man nur 35. Wer kommt denn auf 35? Ja, ich gehe aber mal davon aus, dass dadurch, dass wir im Norden sind, kann das schon, das ist aber keine, aber da liegen Rohre drauf. Ja, schon mal mit, da gibt es ja schon so eine Schanze. Da ist wieder so ein Trampolin und ein Bad. So Bäder haben die echt viel. Oh, ein schwimmender Troll. Okay. Ich hatte es nicht gehört im Reiseführer. Was denn? Na, die Schwimmbäder sind denen ihr Pub quasi. Ja, ja, ich weiß. Deswegen gibt es auch überall ein Local Pool, weil sich da nämlich die Leute treffen. Quasi. Also nicht in irgendeinem, in einer Bar, einer Kneipe, wie in anderen Ländern, wo dann getrunken wird, sondern die treffen sich im Pool. Und quatschen und chillen und keine Ahnung was. Also auf dem Schild stand, man darf sein Pferd nicht mit in den Tunnel nehmen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es ein zweispuriger oder ein einspuriger Tunnel ist. Ich sehe kein so ein Schild mit den Pfeilen, also würde ich sagen, der ist zweispurig. Was meinst du? Ja. Der sieht ein bisschen breiter aus. Reinlaufen darfst du auch nicht. Zwei Tunnel. Headingsjadagöng.
7 Kilometer. Spitze. Ja, weil zwei Tunnel, weil ja zwei Zipfel, die man umfährt quasi, durchfährt. Okay, du darfst nicht so schnell fahren. Ach so, okay, deswegen ist noch grün. Na dann, das muss ich ja jetzt nicht alles. Wir machen wieder Hörbuch an, weil 7 Kilometer ist jetzt kein spektakulärer Tunnel wie der gerade eben. Da hinten steht ein Angler. Da stehen zwei Wohnwagen. Und hier drüben arbeitet ein Mann an diesen erklärenden Schildern. Überall hier oben sind Wasserfälle. Ja, also da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall. Und deswegen fließt das hier unten raus ins Meer. Wobei, da ist noch so ein Stück Land dazwischen. Und dann kommt erst das Meer. Und ich glaube, das ist Fliegenfischen, was der Mann da macht. Der steht da. Überall kommt da was, das Wasser vom Berg. Ist aber auch alles voller Schnee von dem her. Und jetzt kommt der zweite Tunnel und dann sind wir auf der anderen Seite von der großen Landzunge. Die andere Seite vom letzten Tunnel. Und ich kann euch gerade mal zeigen, wo wir hier durch sind. Wir sind von hier unten gekommen. Sind hier hoch. Durch den ersten Tunnel, das war der mit nur einer Fahrbahn, wo wir ausweichen mussten. Da runtergefahren in den nächsten Tunnel. Da dieses kleine Zipfelchen, haben wir kurz angehalten und sind jetzt durchgefahren und jetzt sind wir da. Vermutlich genau da, oder? Nee, wir sind gerade mal hier. Ist ja gerade erst aus dem Tunnel gekommen. Hat etwas gelitten, das Schild. Und hier drüben ist ein kleiner Ort. Ihr seht, wie klein die Bäume hier sind und dementsprechend eben auch die Wälder. Sehen auch nicht allzu gesund aus, manche von den Bäumen. Für die ist es bestimmt nicht so einfach, hier zu wachsen. Aber es gibt auf jeden Fall ein, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort oder ein Scherz ist oder also ein Witz, aber das haben wir auch von diesem einen Hörbuch. Und zwar, was man machen soll, wenn man in einem isländischen Wald verloren gegangen ist. Aufstehen. aufstehen, weil halt die Bäume so klein sind, dass man dann drüber gucken kann quasi. Das ist ein Witz, denke ich mal, ein Scherz. Der Friedhof direkt neben dem Flugplatz. Da ist die Lande- und Startbahn. Mit einem Mini-Towerchen, der vermutlich nur besetzt ist, wenn auch wirklich jemand fliegt. Und ein kleiner Hafen haben sie auch. Also der Hafen ist relativ groß sogar. Deswegen hat sich hier vermutlich... Oder andersrum, das Städtchen war zuerst da und dann der Hafen. Man weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Wir suchen nach einer Toilette. Ja, aber das sieht aus wie ein Hotel. Hier ist das Rathaus. Und hier sieht es so aus, als ob man auf die Toilette gehen kann. Geschäftige kleine Stadt, würde ich mal sagen. Hier, das ist der Campingplatz. Tatsächlich. Direkt am Hafen. Ich habe gleich mal hier in diesem Bottle and Cans Container habe ich ein paar von unseren großen Flaschen entsorgt. Onu Hasi, fahren wir einfach weiter oder wollen wir noch irgendwas machen? Jetzt drüben in der Krambudine noch Wasser holen. Ah, ja, lass uns mal einkaufen gehen. Hier ist ein Supermarkt, dahinter ist die Kirche und der Post. Da ist wieder so ein schöner Zebrastreifen. Wir müssen hier durch einen halben Ort fahren, um wieder auf unsere Straße zu kommen. Das ist unsere Straße. Vorsicht, Monsterlöcher. Darf man trotzdem nur 70 fahren? Da drüben ist ein Mini-Leuchtturm. Thank you.
Weißt du, warum ich so viele weiße Hemden besitze, Daniel? Hörte ich dich hinter mir sagen. Hunde in meinem auf ganzen der Leben habe ich mich nie so erschreckt. Die laufen uns hinterher. Am liebsten wäre ich auf der Stelle tot umgefallen. Die sind wohl von der Farm da unten. Würdest du sehen, nicht, dass sie nur fürs Auto erfasst werden. Mal wieder zu voll, um weiter zu filmen. Und wir haben hier eine neue Stelle gefunden, wo man anhalten kann und Fotos machen kann. Und viel mehr werden wir heute auch nicht machen, als rumfahren, ab und zu mal anhalten, Fotos machen und irgendwann zu unserer Unterkunft kommen. Ich glaube, wir haben noch 1,5 Stunden Fahrt. Da ist der Robert immer ein Foto von mir. Und hier ist schon wieder so, wo quasi wie so eine Verbindung zwischen da von Land zu Land ist und auf der einen Seite Wasser und auf der anderen. Ich denke mal, das ist vielleicht ab und zu mal überflutet und dass das Wasser dann da so rüberläuft. Einfach noch mal einen Stopp einlegen, weil hier sind so Inseln. Und zwar da die zwei, dann da eine so mittendrin. Hier sind lauter Vögelchen, nirgendwo eine Person. Hier steht ein Auto, aber niemandem, dem es gehören könnte. Naja, hoffen wir mal, dass der Person gut geht. Bei unserer Unterkunft und wir haben tatsächlich vor, ich weiß nicht, 5 bis 10 Minuten ein Auto gesehen, was unten im Graben lag, so auf dem Dach
Und da waren so Absperrbänder von der Polizei drumherum gewickelt und so. Heftig. Will nicht wissen, was mit den Leuten passiert ist, die da drin saßen. Es ging ein ziemliches Stück weit runter. Wir haben ja auch noch so Action-Pferde. Nicht nur Schafe. Ich meine nicht die hier, ich meine die da drüben. Schaut mal, die kippen da fest runter. Isländische Actionpferde. Ja, schaut doch mal, wo die stehen. Nee, das sind Kühe. Actionkühe. Wollen wir nach Skagaströnd? Ja. Genau da, wo wir hin wollen. Strönd hört sich irgendwie so nach Strand an. Ich weiß auch nicht. Wasser. Sind wir am Wasser. Na, heute sehen wir aber nicht so viel, weil es leider etwas, naja, regnerisch ist. Okay, vielleicht können wir noch mal einen Blick auf die Actionkühe werfen. Ja, da. Da steht ein Auto. Bestimmt ist hier in der Nähe auch irgendwo ein Wasserfall. Irgendwie ist hier kein Mensch, habe ich so ein Gefühl. Also außer dem paar Häuschen. Keine Touristen mehr. Die verirren sich anscheinend nicht an dieses Eck, weil es ja nicht direkt an der Straße 1 liegt. Hier ist auf einmal so eine Kirche mit Friedhof. Wahrscheinlich gehört die zu den paar Häuschen, die man hier immer mal verstreut sieht. Wir fahren jetzt wieder in so ein Gasthaus, Landgasthaus. Bin mal gespannt, ob das wieder sowas ist, wo man sich teilt. Ach nee, wir haben ein eigenes Bad, meine ich. Da, das ist es. Kleines Örtchen mit Hafen. Ich frage, ob wir auch hier langfahren können. Aber der fährt ja auch gleich wieder. Eine Kirche haben sie auf jeden Fall. Fußballplatz und da spielen welche im Regen. Ist aber eine besondere Kirche, ne? Da sind irgendwelche Skulpturen. Eine kleine Insel. Eine Tankstelle. Ah, wir sind noch da drüben beim Leuchtturm, oder weißt du? Ja. Fährt gerade ein Boot raus. Der Hafen ist relativ groß, ne? Geht eine Straße hoch, sei vorsichtig. Es könnte ja jemand entgegenkommen. Hui. Das hier wahrscheinlich, oder? Ja. Vermutlich. Na, dann fahr doch da mal dazwischen. Letzte Hause, Boot. Schauen wir mal, in welches Zimmer wir gehen, bevor wir das Zeug holen, weil es ja regnet. Okay, ganz schnell, weil mein Handy schon wieder fast voll ist. Wir haben hier einen super Ausblick. Ganz viel Fenster und Blick aufs Meer. Schaut euch das an. Ist das nicht cool? Ein schönes großes Bett, ganz viel Platz für unsere Koffer und ein ziemlich cooles Bad. Schaut euch das an. Sehr modern, aber das Wasser riecht wieder nach Schwefel. Ich glaube tatsächlich, dass das heute Abend unser Fernseher wird, weil schaut euch mal das an. Da ist jetzt gerade so ein Fischerboot reingekommen. Jetzt schwärmt da so ein Schwarm. Was macht denn ein Schwarm? Also da ist jetzt so ein Schwarm Möwen, der da drumherum, und ich glaube, die warten drauf, dass sie ein paar Fische abbekommen. Außerdem sind hier da unten so eine Enten, die da nisten und dann immer mal wieder abtauchen, um was zu futtern. Da hinten schwimmen irgendwelche anderen Vögel. Hier fliegen laufend irgendwelche Möwen an uns vorbei. Das ist einfach cool. Das ist doch mal eine nette Unterkunft. Cooles Zimmer. Unsere Gastgeberin, der dieses, also ich glaube, das gehört ihr, die ist voll nett, hat uns erklärt, was man hier so auf diesem, wie nennt man das wieder, dieser Landzunge, die hier so raussteht, alles machen kann. Und das hatte ich nämlich auch extra hier rausgesucht gehabt, ja hier runter. Weil hier nämlich die, sagen wir mal, Landzunge ist, an der eben ganz viele Robben sind. Und das heißt, morgen werden wir hier mal rumfahren und dann, da ist da auch diese eine Felsformation auf einer von den Postkarten, die ich geschrieben habe, wo wir noch nicht waren. Und lauter so Kram. Die sitzen draußen im Regen. Die beiden älteren Damen. Wir suchen das einzige Café, was es hier gibt, wo es was zu essen gibt, das bis 10 Uhr auf. Und wenn wir da nichts finden sollten,
Dann müssten wir noch in den nächstgrößeren Ort fahren. Von dem her schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwas Leckeres auftreiben können. Sie hat gemeint, dass die wohl gerade erst wieder aufgemacht hat. Und das letzte Mal, als sie das geöffnet hatte, da hat sie wohl auch Crepe gemacht. Nee, doch da. Ah ja. Na, das hat ja auch einen netten Blick nach draußen. Hm? Da drüben, genau da am Eck ist unser Zimmer. Das heißt, wir können hier rüber gucken. Wenn wir nachher also wieder rüberfahren, können wir gucken, wo wir gegessen haben. Und hier steht auch was zu dem Haus. Wir haben es. 1912 und 1913 wurde es gebaut. Warehouse and Shop. Okay, und jetzt ist ein Café drin. Jetzt schauen wir mal, was wir da Leckeres essen können. Wir haben leckere Hühnersuppe. Und sitzen hier mit tollem Ausblick. Da ist die Insel, die wir von unserem Fenster aus auch sehen können. Und ich probiere jetzt mal Apfelsinen. Das ist, glaube ich, was in Richtung Fanta, würde ich jetzt mal meinen. Mittlerweile ist es 7 Uhr. Es regnet, wie ihr seht, immer noch unglaublich. Robert tankt mal wieder. Wir haben ja heute doch wieder einiges an Kilometern gut gemacht und werden das auch morgen tun. Da drüben ist ein kleiner Supermarkt. Wir waren jetzt in dem Café und haben dort Hühnersuppe gegessen und zum Nachtisch ein Stück Cappuccino Cheesecake. Und hier hätte es Burger und Pizza und sowas gegeben von der Tankstelle, im Tankstellenshop. Aber das war jetzt echt lecker da, die Suppe. Und die Frau war auch ganz nett. Als wir gekommen sind, war noch nicht viel los. Jetzt zum Schluss sah so aus wie ein befreundetes Pärchen, isländisches. Hier, also aus dem Ort wahrscheinlich. Und dann noch eine asiatische, weiß nicht, ob Touristin oder ob sie hier irgendwie vielleicht arbeitet oder so, weil sie kannte die Frau, die das Café leitet, betreibt. Betreibt ist das richtige Wort. Die haben sich irgendwie begrüßt, aber sie hat Englisch gesprochen. Ich mache mich mal wieder bereit, um hier noch ein bisschen was zu basteln bzw. zu malen. Und stelle die GoPro auf, dass ich das so ein bisschen mitfilmen kann. Robert, ich bräuchte mal das lange Kabel, damit ich mein Handy da drüben anstecken kann und das fast leer ist. Mein Ausblick sieht so aus. Da kann theoretisch jemand reingucken, wenn sie die Treppe raufkommen. Und ich sehe hier diesen hässlichen Hafen. Leider steht der Schreibtisch nicht da drüben an diesem tollen Fenster, wo man das Meer sieht. Aber ich will das jetzt nicht extra darüber schieben. Nur dafür, dass ich jetzt ein bisschen male. Da gucke ich eh wenig aus dem Fenster. Habe mir das iPad hingestellt, da kann ich YouTube-Videos gucken. Und dann bin ich mal ein bisschen kreativ. Das ist hier die Höhe, die ich sehe. Wir haben jetzt den Tisch einfach ein bisschen rübergeruckt. Dann können wir nämlich da zulassen, dass keiner reingucken kann, die Treppe raufkommt außen. Und ich habe jetzt den Ausblick auf die Berge und die Vögelchen, die vorbeiziehen. Das passt. Dann mache ich mich mal ran. Es ist 9:30 Uhr und immer noch ziemlich hell da draußen.
Und es sieht für mich so aus, als ob es nicht mehr regnet. Na, doch regnet noch. Ich höre es auf dem Fensterbrett. Aber irgendwie nicht mehr so doll.